Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns Berlin Special an. Erkenne den Profisportler 2 mit Eli Geller, mit Sidney van Damme und mit, ich weiß noch nicht, ich muss gleich gucken, wer noch alles dabei ist. Ich küsse eure Herzen, folgt mir gerne auf Twitch, erster Link im Bio, wir gehen rein. Boom, Leute, mein Name ist LiveSky. Mods, ihr könnt Wette machen. Zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, wie ihr seht, sind wir heute nicht in Hannover am Start, sondern wir haben hier heute eine andere Kulisse und zwar in Berlin. Wir drehen nämlich heute, erkenne den Profisportler V2. Und zwar habe ich mir für das Thema Profisportler diesmal Experten in die Jury geholt. Servus, Jungs, wie geht's euch? Geht's euch gut? Blendend, dankeschön. Digga, lebt, boah, die Form ist noch, Bruder. Ich hab ihn gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Bruder, ja? Was macht der, Bre? Für die Einladung erstmal, ne? Sehr gerne. Ey, freut mich, dass ihr heute hier seid. Wir drehen heute, erkenne den Profisportler. Fritte, wusstest du, dass er Ex-Profi ist? Ich weiß, ja. Es ist Ex-Profi. Deswegen dachte ich mir, speziell für das Thema hole ich mir Experten ins Team. Also bin ich der Experte. Safe. Ihr alle, oder nicht? Eli ist auch Ex-Profi. Ich bin auch Ex-Profi, Leute. Ich bin auch Ex-Profi. Aber kann jede Sportart sein, ne? Mhm. Schon Sport. Ja, ja, Sport. Ey, ich hoffe auf euch, ne? Wir dürfen heute nicht falsch liegen, sonst wisst ihr hoffentlich, oder? Mach ein bisschen Liebe in den Chat für Sippe. Mach ein bisschen Liebe in den Chat für Sippe. Alles von denen in der Videobeschreibung, die haben sich heute extra die Zeit genommen. Ich küsse dein Auge, mein Chat. Ja, da würde ich sagen, an der Stelle schnappt man gar nicht groß rum. So, bitten unsere Teilnehmer. Haben wir letztes Mal gelöst? Ja, letztes Mal haben wir gelöst, Profisportler, gell? Interessante Kandidaten. Spannend. Also ist jetzt schon scheiße schwer. Naja, Mann, 7 Leute. Es sind 7. 7 Leute. Ihr wollt uns fallen sehen. Also, Profisportler, das heißt, er oder sie muss davon leben können. Ja. Obwohl der letzte, wir hatten einen MMA-Kämpfer und der konnte nicht davon leben. Ach so, also, aber war er Profi-MMA-Kämpfer? Der war Profi-MMA-Kämpfer. Okay, dann haben wir das. Ja, aber er hat auch erst 2 Kämpfe gehabt, Bruder. Aber mit 7 Leuten ist echt schwer. Wow. Wo habe ich gestoppt, Cousin? Das ist einfach, wenn TV in Nahim Sky steckt. Arme Nasigi. Boy, was hab ich mit Nahim gemacht, Bruder? Bruder, du bist Feuerwehrmann. Verarsch mich nicht, Cousin. Geh. Du bist Feuerwehrmann, Bruder. Ich sehe, wenn ich einen Feuerwehrmann sehe. Servus erstmal, ich bin der Sean Charles Wimmer. Ich komme aus Mannheim und bin professioneller Rugby-Spieler in Heidelberg. Aus Mannheim? Kennst du Willi? Achso, Willi Sommer. Doch, ja. Ich spiele beim Waldhof, klar. Wird das gut bezahlt hier in Deutschland? Deutschland relativ, zwischen 3.000 und 5.000. Dass er das direkt raus hat, ist schon mal verdächtig. Eigentlich ja, sprechen Sportler nicht über ihre Gehälter. Also. Er hat ja nicht über sein Geld gesprochen, glaube ich, oder? Ich rede über den Durchschnitt. Klar, es gibt manche, die werden besser bezahlt. Steht auf Google, aber der Durchschnitt ist 3.000 bis 5.000. Und was verdienst du? Darf ich nicht sagen. Jetzt wegen. Wie heißt denn deine Mannschaft, wo du spielst? SC Neuenheim in Heidelberg. Wie lange machst du das schon? Seit meinem 6. Lebensjahr. Ich bin Halbschotte. Das heißt, mein Cousin dort ist ja traditionell. Nee, der ist Feuerwehrmann, Bruder. Sport und ich bin damit quasi aufgewachsen. Welche Position spielst du? Ich bin in der 2. Reihe. Wie ist diese, kannst du mal diese Startposition machen beim Rugby? Das ist deine Position bei Rugby. Es könnte auch deine Position bei was anderes sein, aber ja, okay. Lassen wir durchgehen. Ich bin quasi dahinter und stumpf hier nach vorne. Und einer liegt auf dem Boden und du versuchst den Ball. Boah, das ist auch eine detaillierte Beschreibung eigentlich. Nach hinten weiterzugehen. Hinten hast du die Flügelspieler und die schnellen Spieler, der Achter oder halt die Flügel. Was braucht man so für Utensilien in Rugby? Was braucht man da so alles? Eierschutz, ganz wichtig. Ja, was noch? Mundschutz, auch sehr wichtig, weil du kommst oft, wenn du auf dem Boden liegst, ins Gesicht getreten und halt dann normale Sportbekleidung. Man hat keinen Helm, ne? Du hast keinen Helm, du hast keinen Schutz. Ist nicht so wie beim Football. Rugby ist ohne Schutz. Nur der Eierschutz. Und Mundschutz, mehr nicht? Richtig. Welche Liga ist denn dein Verein? Bundesliga. Es gibt in Deutschland auch nur 4 Ligen. Okay. Ich sag, er spielt Rugby, er guckt Rugby, aber halt vielleicht nicht professionell. Ich hab einen Kumpel. Ey, guck mal seinen Bauch an. Der spielt Hockey, der spielt auch 2. Liga. So, wenn es nicht so viele Ligen gibt, dann bist du relativ schnell Profi. Ja. Lukas Lehmann, ich grüße dich. So. Ja, also ich kann euch auch sagen, ich habe direkt in der 2. Liga angefangen, hier in Deutschland. Qualität ist hier nicht so hoch, wie jetzt zum Beispiel in Großbritannien. Oder Digga, wie, Bruder? Falle, hätte ich das mal gewusst, Cousin. Ich sag dir ehrlich, 4 Ligen, man wird direkt Profi. Stell dir vor, das war. Dann könnte ich einfach meiner Mutter sagen, ich bin Sportprofi. Rugby wird sie eh nicht verstehen. Wird denken, ich beleidige die auf Englisch, aber so. Interessant, okay, ja, dann würde ich sagen, lass mal mit dem nächsten einmal bitte weitermachen. Der ist Schauspieler. Wow, ja. Hallo, mein Name ist Tuan Ryujin. Ich bin Karate-Profi. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Karate zu beginnen. Heißt es nicht Karate-Meister? Es gibt doch gar keinen Karate-Profi. Wurde ich entdeckt auf dem Turnier. Das war das 2. Turnier. Beim 1. habe ich direkt 1. Platz gemacht. Beim 2. wurde ich von einem Scout entdeckt. Der hat mich dann eingeladen nach Hannover zum Stützpunkt. Ich habe bis 12 Jahre Karate gemacht. Von 6. Wo in Hannover? Im Stützpunkt
Rotterdam. Bruder, woher kommst du? Ich bin aus Frankfurt. Das ist unter Rom, über Trinidad Tobago. Bei rechter Ausfahrt Kurdistan. Kennst du nicht, Bruder? Karate gemacht von 6. Wo in Hannover? Im Stützpunkt Rotterdam. Also bis 12 Jahre habe ich gemacht. Da habe ich den deutschen Meistertitel geholt. Dann ist meine Mutter leider krank geworden. Ich habe mich dann um meine jüngere Schwester, die 9 Jahre jünger ist, gekümmert. Das heißt, weil das 200 Kilometer waren damals, haben sich meine Eltern dagegen entschieden. Das heißt, die Karriere in Karate war vorab erstmal auf Eis gelegt. Nein, geh weg! Dadurch habe ich aber verschiedene andere Kampfkünste, Kampfsportarten gelernt. Bin wieder seit 2017 im Karate, auch professionell wieder. 15 Jahre später eingestiegen. Das heißt, ich bin jetzt aktuell in Köln, trainiere Bochum-Wattenscheid. Die Sache ist, merkt ihr, wie er redet? Seine Stimmlage voll angespannt, also so voll ängstlich, so, weißt du? Natürlich kann man immer sagen, ey, guck mal, der steht von einer prominenten Jury. Der ist ein bisschen aufgeregt, Kamera ist auf ihn, Lichter, dies, das, so. Aber dass du mir sagst, Bruder, ich bin in Hannover, in Zentrum Rotterdam, ich weiß nicht, Cousin. Für mich ist Bosch Konuschma, ich sag dir ehrlich, für mich Lüge. Das ist viel zu angespannt, ja. Und ja, ich habe mich wieder qualifiziert. Wo hast du in Hannover gelebt? Also ich war nur dort eingeladen, 200 Kilometer. Das heißt, meine Eltern haben sich dagegen... Wo hast du dort gelebt? 200 Kilometer, Bruder. Wie alt bist du? Albaner. Ich küsse dein Herz, Bruder. Wallah, ich küsse dein Herz. Palaba, Cousin, Palaba. Entschieden. Ich habe dann in Schüttorf gelebt, aber ich habe in St. Arnold trainiert. Uli Heckhorst ist mein Trainer. Ich habe keine Frage, aber ich habe auf seine Mimik und so geachtet. Man merkt voll, dass er sich so wie so eine Geschichte, er hat sich das voll oft überlegt, ja. Auch so mit diesen... Und das merkt man. Also man merkt, dass er sich das so, der hat sich vorher überlegt, was er gesagt hat. Wenn es voll die Wahrheit wäre, wenn ich Karate-Profi wäre, dann hätte ich gesagt, hör mal zu, ich mach da und da, hab voll das so und so gemacht. Voll viel heißer Brei. Ja, genau, heißer Brei. Viel Luft um nichts, es stinkt. Ich glaube, er macht irgendwas so Schauspiel, Kampf und ich verstehe nicht, warum man dann 15 Jahre Pause und dann wieder, ich glaube, du musst für Karate. Also Pause auf Landesebene, Pause, das meine ich. Also ich habe trotzdem weitergemacht, ich habe den dritten Dan. Ich bereite mich gerade auf den vierten Dan vor. Kann man aber erst, wenn man 35 ist. Hast du einen schwarzen Gürtel? Dan ist quasi der schwarze Gürtel. Was gibt es so für Farben? Also von weiß, gelb, orange, grün, blau, dann gibt es violett und braun. Aber es gibt Kyo gerade, 9 Kyo, blau, dann Guck mal, guck mal bitte. Dreddies, wenn ich da in der Jury wäre, Bruder, ich hätte ihn zerrissen. Guck mal, wie der erzählt, gell? Guck mal bitte seine Augenbrauen. Guck mal, wie der hier guckt, während er hier erzählt. Von weiß, gelb, orange, grün, blau, Der macht so, Digga. Der mal. Bruder, verpiss dich. Dann gibt es violett und braun. Gibt Kio gerade 9 Schwachsinn, Kio. Schwachsinn, Digga. Ab wann wird man denn als Profi? Profi ist, wenn man über den DKV, Deutschen Karateverband, die Leute dich kennen und das Potenzial in dir sehen. Du kannst auch Ü65 kämpfen oder Kata machen. Wenn die dich kennen, dann bist du Profi. Das nicht. Du musst ja natürlich Potenzial und auch Skills haben. Also wirkt für mich jetzt nicht ganz authentisch, wenn ich ehrlich sein soll. Ich denke, dass du auf jeden Fall Kampfsport machst, Stunt-Training oder Stuntman bist, aber kein Karate. Ja, ich glaube auch so Profi. Stuntman für so kurz. Also auf jeden Fall, dass du in der Richtung was machst, das glaube ich dir schon, dass du da bewandert bist, aber ich glaube kein... Ja, auch eher Stuntman, nicht mal Schauspieler. Weil Bruder, wenn das ein Schauspieler ist, gell? Dann höchstens hat er einen Auftritt bei RTL, aber sonst nirgendwo, Cousin. Okay, hi, ich heiße Emily Marie. Ich war dieses Jahr auf der Bühne. Also ihr lagt vorhin mit Fitness gar nicht so falsch. Ich trainiere schon dieses Jahr auf der Bühne gestanden, Bikini-Klasse. Ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Da habe ich den ersten Platz bekommen, den Gesamtsieg und mir somit dann eine Pro-Card geholt dieses Jahr. Dankeschön, Luca. Bei welchem Verband war das? DBFV. DBFV? Kenne ich gar nicht. Ich habe mal kurz ein paar Fragen. Okay, wie lange machst du schon Sport? Boah, also ich habe mich damals angemeldet im Fitnessstudio, da war ich 16. Weil ich habe ja gar keine Ahnung von Training, deswegen würde ich gerne mal wissen, wie lange geht denn so eine Diät? Eine Diät? Die ja. ging jetzt bei mir. Was macht die jetzt, Bruder, außer Quatschen? Was macht die? Die macht Fitness oder was macht sie? Monate. Okay, und deine Aufbauphase erstmal vorher auch 6 Monate? Aber ich muss auch sagen, also ja, habe ich, aber für den nächsten Wettkampf will ich mich auf jeden Fall noch mal länger vorbereiten, Fitness. Länger aufbauen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und du bist Erster geworden dann auch direkt, ja? Wie lange war das her? Also dein letzter Wettkampf? Der letzte Wettkampf war am 21.05. Das war die deutsche Meisterschaft. Also ich kenne mich ein bisschen aus, jetzt nicht richtig krass, aber ich weiß halt, wie lange man braucht, um fit zu werden, wie das alles da funktioniert. Ich glaube,
Du lügst uns an. Und das ist sehr schade. Nee, aber kann sein. Also sportlich auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob du dann Pro-Card ist schon echt. Also da eine Pro-Card zu haben, ist schon echt krass. Aber da gibt's, hast du die Frauen da mal gesehen? Aber ich meine aber trotzdem, wenn du dann Profi. Bruder, Fitness? Henny, Bruder, ich will nicht reden. Weißt du, ich wiege 24 Kilo mit Hose. Oder weißt du, wie die Frauen aussehen, die auf diese Fitnessbühne gehen? Pro-Card, Mo-Card, dies, das. Cousin, ich war auf meine Mutter. Weißt du, wie die. Die sehen aus wie Hulk, mein Bruder. Deren Nacken ist größer als du. Das geht nicht. Wie viel bist du in dieser Welt? Weißt du, wenn es so um Fitness geht? Nein. Mans Physik, Fitnessklasse, da ist es. Aber bei der GmbF sehen die Profis auch wirklich normal aus, ne? Kennt ihr die Bikini-Klasse? Weil bei der Bikini-Klasse ist ja so, da zählt so dieses Gesamtding. Da zählt jetzt gar nicht so, wie reif ist deine Muskulatur, wie lange trainierst du schon, so wie krass, sag ich mal, siehst du aus, und dann erzählst du die Präsentation, wie stehst du die Pose. Kannst du denn mal so eine Präsentation für uns machen? Ja. So eine Kür? Also halt. Ein guter Einwand. So eine Posekür. Das Bodybuilding-Profi? Oh nein, ich kann's auch. Was ist das? Nee. Du machst das? Sie macht das auf jeden Fall, aber Profi denke ich immer noch nicht. Hast du Sponsoren? Musst du ja haben. Ja, also ich bin bei ESN. ESN bist ja. Du? Okay, ich bin bei ESN. Wer ist denn dein Chef bei? Ich kann das. Wer ist denn der Chef bei ESN? Also mich, bei mir ist so im Marketingbereich Chris Geimeyer, der das leitet. Scheiße, das stimmt sogar, Chris. Ich weiß den Nachnamen nicht, aber Chris stimmt. Warte mal, wie heißt du? Emily Marie Stenwald. Ja, aber trotzdem heißt es aber auch nicht, wenn man bei ESN ist, dass man Profis wäre, nicht. Bruder, ich sag dir direkt die Prediction. Ihr wisst doch, wer ich bin, Dreis. Ich bin Fuchsologie, aka The Swiper. Sie ist Instagram Instaflancer und sie macht so Instaflancing und sie kriegt diese ESN und so hat sie auch. Das ist alles wahr, Bruder. Die macht halt diese 4 Insta-Stories am Tag, wo die so ein Fitness ist, Alibi-mäßig, Healthy Lifestyle, ich esse nur Bioprodukte. Und das ist ihr Job so. Und sie hat gedacht, okay, ich gehe jetzt zu Naim Sky, ich mache 12 Follower mehr. Und das ist jetzt so das Programm, was ich durchziehe. Alles andere ist gelöscht. Dein Herz. Aber wir hätten sie, dann hätte sie ja gelogen, weißt du? Aber es gibt einen Chris bei ESN, das stimmt leider. Kann man aber auch googeln, verstehst du? Man kann sich auch vorbereiten, herzukommen. Bist du in der Gruppe mit allen ESN-Athleten? Ja? Wie viele sind denn da drin ungefähr? Also in der Gruppe, in der ich bin, die haben das auch, soweit ich weiß, untergliedert, sind glaube ich 77 Leute. Das stimmt auch. Also die ist wirklich bei ESN. Okay. Aber nein, aber das heißt, dass sie bei ESN nicht gelogen hat. Das auch mit der Bühne kann auch stimmen, muss ich sagen. Was ist das? Das ist mein Bikini. Zeig mal. Nein. Ah, die hat die Wurste, Digga. Da ist dein Bikini also. Ja. Boah, Sydney, Bruder. Ich weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Dieser Sydney, guck mal, wie der lacht, der freut sich. Guck mal, ich sag euch direkt, passt auf. Eli denkt sich gerade, scheiße. Wenn meine Freundin später die Folge sieht, ich bin ein toter Mann. Ich musste jetzt irgendwie schnell schreiben, irgendwie rechtfertigen, dass jetzt irgendeine Frau im Bikini hier antanzt. So, 1:1. Sydney denkt sich, Jackpot. Jackpot. Ja. Guck mal, wie er glücklich ist, Walla! Wenn sie das mitbringt, Wenn sie das mitbringt. So sieht er aus. Kann ich mir noch nicht ganz vorstellen. Ja! Ich weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen, muss ich anfassen. Ja, also. Sie hat's gemacht, aber sie ist kein Profi. Du machst Sport, du bist bei ESN, das kann alles stimmen. Warst auf der Bühne, kann auch alles sein. Aber Profi ist hart. Aber vielleicht bald Profi. Vielleicht in 2 Jahren. Wer weiß. Okay, dann danke dir erstmal, dann lass mit dem nächsten Mal weitermachen. Mein Name ist Kurash Kabir, ich bin 23 Jahre alt. Ich habe mit 13 angefangen. Und zwar mit Calisthenics. Heutzutage sehr, sehr bekannt. Durch Instagram war keine so große Sportart. Ja, Mann. Aber das ist krass, kenne ich auch. Calisthenics, das habe ich auch damals gemacht. Kann ich jetzt hier ein Statement zugeben. Damals, als ich klein war, ich habe Calisthenics gemacht. Und
Mittlerweile ist es eine. Ich habe auch mit Calisthenics früh angefangen. Mit 13, da war ich im Jugendheim. Für die, die vielleicht mal im Jugendheim waren oder in der Einrichtung, alles ist wie eine Maschine, also bis, wie eine Nummer. Alles ist strukturiert und ich wollte so ein Leben niemals führen. Am Hof gab es ein paar Stangen, einfach Klimmzugstangen. Und ich habe ein paar Videos randomly auf YouTube gesehen. Ach so, das ist Calisthenics. New York, Hannibal for King, Bartenders, all die krassen Athleten dort, die überkrass aussahen und das nur mit Stangentraining. Das konnte ich nicht glauben. Ich habe mich inspirieren lassen und für mich war dieser Park am Hof im Jugendheim so das einzige Ventil, um frei zu sein. Und ihr könnt euch vorstellen, das war das Einzige, was ich getan habe für ein ganzes Jahr. Und dann habe ich auf der Deutschen Meisterschaft mitgemacht, wurde direkt Zweiter und ja, mit 13 zweiter Platz hatte ich halt die Qualifikation für die WM in Moskau. Meine Eltern, no go, du fliegst nicht nach Moskau. Das Jugendheim erst recht nicht, du kannst nicht mal eine Stadt verlassen, ohne dass du um 6 Uhr vorher zu Hause kommst. Für mich eine unmögliche Aufgabe. Ich habe sie trotzdem genommen, weil mir das sehr, sehr am Herzen lag, da meine Leidenschaft weiter und meine Freiheit weiter. Lieber Cousin, wie bist du dann mit 13, wenn Jugendamt sagt nein und deine Eltern sagen nein? Hast du einfach gedacht, was juckt, ich gehe jetzt Reisebüro, ich buche mir einen Flug für 7 Mille und ich fliege nach Moskau? Na, hoi, blöd, ein Wutker, ich mache Stangentraining. Nein. Zu behalten, weil im Heim... Schauspieler, ich denke auch Schauspieler. Gibt's keine Freiheit. Und durch den Sport habe ich jetzt die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Und zum Glück habe ich das getan. Dadurch konnte ich nämlich die Weltelite sehen, mit 13 schon. Im ersten Jahr Calisthenics. Und das war so sozusagen mein Glücksfall, ein Sprungbrett, Profiathlet zu werden, weil ich schon mit dem ersten Jahr die Top-Elite gesehen habe. Genau, und ich denke, das reicht. Das ist sehr schwierig. Es schwierig. Es stinkt schon wieder. Es stinkt schon wieder. 23, das ist einfach älter als wir. Also wir beide ein Jahr. Jünger Mensch. Hört sich geschichtenmäßig an, oder, finde ich? Also, gar nicht mit der Sportart aus. Also so am Anfang habe ich so erst euch dabei, so, wo habe ich alles so abgekauft, aber dann so mit der WM und alles drum und dran und dann die Elite. Kann alles sein, aber es wäre schon sehr crazy, ne? Finde ich so. Also das sind diese Stangen. Wie viele Klimmzüge kannst du? Strikte Klimmzüge mache ich dir 25. 27. Dead Hang, Chin Up. Was verdient man da? Ich glaube nicht. Calisthenics geht es eher darum, ob du eine große Reichweite hast oder nicht. Wenn du eine große Reichweite hast, dann hast du die Möglichkeit, Sponsoren an Land zu ziehen. Hast du Sponsoren? Ich habe Sponsoren, ja. Wer ist ein Sponsor? Gymshark, Nocco, Creapur. Dann gab es auch noch Sponsoren, die gekommen sind und abgefallen sind. Aber ich würde sagen, Gymshark, Nocco und Creapur sind die Main-Sponsor. Die haben mich auch dieses Jahr begleitet. Was macht Creapur? Das reinste Kreatin. Okay, und wie kam... Das ist bestimmt seine eigene Marke, Bruder. Kommst du dann dazu, dass du bei der WM... Was macht Creapur Kreatin? Stabil. Was? Wurdest du gescoutet oder so? Das habe ich ganz verstanden. Okay, der Erste und der Zweitplatzierte in der Deutschen Meisterschaft kriegt eine Qualifikation für die WM in Moskau. Wie bist du zur Deutschen Meisterschaft gekommen? Du kannst dich ja nicht einfach... Ich bin da hingefahren. Ach, jeder kann da mitmachen? Jeder kann da mitmachen, aber es ist wirklich eine Randsportart, Calisthenics. Freestyle Calisthenics vor allem. Ich bin hin und ich war gut genug, weil ich sehr viel Zeit investiert habe, weil ich eben Jugendheim war und nur das getan habe. Bruder, wie oft willst du erzählen, dass du Jugendheim warst, Cousin? Ich küsse dein wunderschönes Herz. Aber Bruder, es geht doch hier gerade um deinen Profisport, mein Bruder. Wenn ich da jetzt in Jury wäre, gell, ich würde sagen, welche Farbe hat dein Zimmer in Jugendheim gehabt? Und was sind da dann die Anforderungen? Willst du drüber reden, Bruder? Brauchst du einen Psychologen? Ich küsse dein Auge, ich vermittle dir einen. Es gibt drei Juroren. Einer, Judge Statics, dann gibt es den zweiten, der Judge Dynamics, und der dritte, die Kombination von Statics und Dynamics. Bedeutet, Static Judge gibt dir Punkte für alles, was statisch ist. Ja, wo du Freeze Movement hast, wie ein Handstand, Human Flag, Planche Push-Ups, also Liegestütze ohne Beine. Dann gibt es den Dynamic Judge, der judge dann halt dynamische Sachen wie Frontflip, Catch an der Stange, 360, Catch wieder an der Stange, all diese dynamischen Movements. Und der macht es bestimmt, aber ich glaube, jeder Junge macht ein bisschen Stangentraining. Aber jetzt nicht als Profi, nee. Letzte Judge dann die Kombination von beiden. Also ist der Athlet, der vollkommen ist, also der dynamisch und statisch beherrscht, der hat die Möglichkeit, hohe Punkte zu erzielen. Wie alt warst du da? Ich war 13. 13? 13 war ich. Dann warst du bei der WM auch für die Männer, für alle. Ja, overall. So unglaublich das klingt. Mit 13 bin ich vom Jugendheim abgehauen, hab mir meinen Reisepass vom Büro genommen und bin dann nach Moskau und ich hab's nicht bereut. Jetzt hab ich's erst verstanden. Mit 13. Mit 13. Jetzt verstehst du. Du 13 bist du selber hingegangen. Alleine? Mit 13, nein, der Organisator von der deutschen Mannschaft war auch dabei. Ah. Aber ich bin mit. Ich bin safe mit. Ja, ich würde. Ich bin safe mit, Bruder. Ich bin safe mit, hä? Ich würde sagen, lass gar nicht. Ich bin safe. Wir können ja gleich nochmal sitzen. Ich bin safe mit gesehen. Nee, ich denke, der hat auf jeden Fall an Stangen geprobt und geübt, aber. Gehen. Lass erstmal mit dem hinten rechts bitte weitermachen. Hallo, ich bin's der Alper Gösetütünsche und ich...
Gesundheit. Was nochmal, Bruder? DJ, spin that shit. Ich hab nicht verstanden. Hallo, ich bin Sir Alper Gözetütünce und ich bin Fußballer. Profifußballer? Okay, da musst du jetzt... Wo spielst du? Jetzt bin ich gespannt. Ich spiele in Bursa in der Türkei. Und Jürgen, da hast du wo gespielt? In Würzburg, in Bayern. Meine Eltern kommen aus Bayern und wir sind nach Berlin umgezogen. Und nach Berlin habe ich dann das so weit gebracht in meine Karriere, dass ich dann nach Bursa geschafft habe. Und wann bist du rübergegangen? Das war vor 4 Jahren. In welche Position spielst du denn? Ich spiele Verteidigung rechts. Welche Nummer hat dein Trikot? Mein Trikot 4. Scheiße! Ich bin's. Ey, das war's, ey, komm. Du hast aber Druck aufgebaut, Alter. Bursaspor. Man weiß es nicht. In der U19, warst du bei welchem Verein? Würzburg, oder? Welche Liga habt ihr da gespielt? Zweite Liga. In der U19, Zeit. Hä? Zweite Liga. Es gibt keine zweite Liga in der U19. Es gibt eine Regionalliga und. Würzburg, hättest du Champions League gesagt, Bruder? Du warst mit, ich erinnere mich doch, PSG gegen Würzburg. Erinnerst du dich nicht da in Hannover, bei Rotterdam, Zentrum, in Hannover, über Ghana und unter, Digga, erinnert ihr euch nicht, Champions League Finale, Würzburg, als die Mbappé, wo sie da in diese Kopf, natürlich, Bruder, natürlich. Die zweite Bundesliga, U17. Okay, ja, dann lass mit dem nächsten weitermachen. Ich bin Phil, ich bin 24 und ich bin seit letztem Jahr Profi Snowboard Freestyle. Boah. Ja, gibt's das in Deutschland? Und wo machst du's? Beim SNB Germany, also quasi Snowboarding Germany. Aber wie kommt man denn? Wie ist denn der Werdegang? Also ich bin im letzten Jahr 2021 in Innsbruck auf der Black Yeti Freestyle Tour gewesen. Das ist quasi so eine Rookie Tour für Amateure, um quasi dort gespottet zu werden. Und dort bin ich im Freestyle Snowboarding Zweiter geworden. Seitdem habe ich jetzt quasi meinen Profivertrag. Profivertrag, gibt's denn da so Liegen und sowas? Du gehst halt auf verschiedene Contests so und wirst gesponsert im Endeffekt. Das reicht auf jeden Fall nicht zum Leben, deswegen, ich habe auch studiert, habe jetzt meine Bachelor-These fertig gemacht. Vertrittst du auch Deutschland? Ja, Deutschland. Also du bist? Ja, im deutschen Team, ja. Also ich kenne mich halt gar nicht aus über Snowboard. Snowboard ist halt wirklich sehr, sehr weit entfernt von meinen so, was Bruder, man da machen. Snowboard, ich habe auch gar keinen Plan, Bruder. Ich frage mich eh, wer so ein Mensch ist und sowas macht, so, weißt du, mit Kalt, mit Schnee und so. Das ist schon, weiß ich nicht, Bruder. Da bist du eh schon ein bisschen, weiß ich nicht, Bruder. Und wird man denn schnell Profi? Also generell Profi werden ist, denke ich mal, für Snowboarden auf jeden Fall einfacher als für Skifahren, so um guter Skifahrer zu werden. Kannst Skifahren innerhalb von so 2-3 Tagen lernen auf jeden Fall. Siehst du ja bestimmt auch, die stellen die Kinder immer auf Ski und am Ende des Tages fahren sie den Hang runter. Aber um wirklich guter Skifahrer zu werden, musst du wirklich bestimmt 10 Jahre wirklich an der richtigen Technik feilen. Wobei beim Snowboarden so innerhalb von 2-3 Wochen dauert es halt, das schon zu lernen, von 0 auf 100 circa. Aber du kannst deine Technik innerhalb von 4 bis 5 Jahren wirklich zum Top-Level kriegen. So. Schwierig. Dank dir erstmal für deine Story, da würde ich sagen, machen wir mit der letzten einmal weiter. Ja, hallo. Mein Name ist Soraya Erika Rist. Ich bin professionelle Tänzerin. Nicht nur für Ballett, sondern andere Tanzstile auch. Und lebe ich seit meiner Kindheit, habe ich den Traum gehabt und immer weiter gefolgt, bis ich eben Profi-Tänzerin geworden bin. Krass. Können wir was sehen? Ja. Kannst du einen Spagat machen? Ja. Klar. Im Stehen oder im Liegen, wie wir es sehen? Im was? Im Stehen. Ach so, es geht direkt los. Bitte nichts reißen. Du bist doch professionelle Tänzerin, oder? Ja. Können wir so einen Tanz sehen? Ja, klar. Klassische Ballettmusik bitte einmal. Okay. Das ist akkurat. Das sieht aus, wie wenn ich mich morgens immer dehne. Kennt ihr, wenn ihr so falsch geschlafen habt, euer Rücken dann wehtut? Ich denke, sie ist so Ballettlehrerin. Aber Bruder, vom Profi, ich weiß nicht. Sie ist doch ein bisschen zu alt, jetzt ohne sie irgendwie jetzt zu nahe zu treten. Mumudi! Also, sie macht's auf jeden Fall. Wie alt bist du? Ich bin 48 mittlerweile. 48? Du siehst aus wie 30. Ah, vielen Dank. Das ist schön. Und du bewegst dich wie eine 16-Jährige. Also super, frisch. Ja, Kompliment.
Elias, Alter. Du bist noch aktuell Profi? Ich bin noch aktiv, allerdings nicht in Tutunspitzenschuhe, sondern in Tanz immer noch, ja, in anderer Art Tänze. Also Ballett zum Teil und auch Tango, orientalischer Tanz, Salsa und. Also okay, aber wo bist du Profi? Im Ballett und Tango, das sind meine Schwerpunkte. Hast du eine Tanzschule oder so? Tanzschule, ich habe eine Gruppe, die ich manage, wo ich choreografiere. Und da bieten wir Shows für verschiedene Veranstaltungen und verschiedene... Okay, wie definierst du jetzt, dass du Profisportlerin bist? Also ja, einerseits sind viele Jahre, die man dafür studiert. Also Ballettausbildung sind schon 8 Jahre Ausbildung. Plus die ganze Übung danach, die Perfektionierung, die Partnering und Co., was man danach macht. Dann die ganze Bühnenerfahrung, also Profi wird man nicht nur mit einem Studium, einem Abschluss und ein Ballett abgeschlossen, da bist du Profi, sondern gehört natürlich viel, viel Erfahrung auf der Bühne. Gehört dazu, dass man mit Nervenkitzel umgehen kann, gehört dazu, dass man Fehler auf die Bühne selbst überhaupt überwindet. Bruder, war das die Folge schwer, Bruder? Bis jetzt, gell, ich würde sagen, da waren nur Idioten dabei, Bruder. Wer ist denn von denen Profi? War Turmbeutel, war gut, also war so glaubhaft. Bei ihr, ich würde es auch eher glauben, aber das Problem ist, sie ist schon Oma, ja? Und der Typ, der hinten seine Fingernägel lackiert hat, dieses Snowboard, damit kenne ich mich gar nicht aus. Dazu, dass es leicht aussieht und nicht nach einem Fehler. Also im Endeffekt entscheidest du selber, dass du jetzt Profi bist? Also das meinst du, du musst ein Verband entscheiden, ob du Profi bist oder nicht. Ja, da gehört die Ballettausbildung dazu, da gehört die professionelle Jahre und da kommt über Auditions, über Vortanzen, der Auswahl der Tänzerin, die für... Ich konzentriere mich wirklich, aber so jetzt der erste Eindruck von jedem, gell? Die labern alle Scheiße, Digga. Das, also sie klingt schon realistisch. So, weißt du, was jetzt bei mir der Punkt bei ihr ist? Ich denke mir, okay, es ist plausibel, sie ist vielleicht Profi im Ballett, aber Bruder, so Jani, die braucht Klammern bald, weißt du? Damit sie noch Ballett tanzen kann. Für bestimmte Saisons. Generell sind der Vertrag 1 oder 2 Jahre höchstens. Da wird immer wieder gewechselt, muss man immer wieder vortanzen. Und dann wird man reingenommen in ein Angestelltenverhältnis. Dann ist aber, es gibt ja auch Balletttänzerinnen. Black Swan, ne? Black Swan, kennst du? Der Film. So, der Film Black Swan. Da gibt es, ich höre mir den ganz genau an, die sind alle so zwischen 20 und 30. Und das ist richtig hart. Da werden nur die wenigsten genommen. Und das ist sehr hart, da Profi zu werden. Und ich glaube, du machst das super. Ich glaube auch. Ich glaube, sie ist Lehrerin, Tanzkurs, alles. Aber nicht professionelle Sportler, also nicht Profi. Sieht aus wie 30, aber ich glaube 48 ist zu alt für Profi. Also es kommt drauf an, also da gibt es verschiedene Stufen und es kommt drauf an, auch wie du körperlich überhaupt noch in dem Bereich bist. Es ist nicht so, deine Karriere endet mit 30 und dann wirst du rausgeschmissen. Ich sage euch, ich glaube, sie war safe Balletttänzer, aber ich glaube jetzt Profi und da hänge ich mich an dem Film fest, dass es im Profibereich im Ballett, das ist brutal schwer, ganz brutal schwer und jetzt aktiv Profi, glaube ich nicht. Meine Aussage. Schwieriger Hase. Schwierig, Bruder, ja. Sagen wir bei uns auch gut und gerne mal. Lass uns mal eins festhalten, wir müssen jetzt einen rauswurfen. Okay, der Fußballer, Bursaspor. Also, guck mal. Für mich, Digga, größter Lügner überhaupt. So. Lüge, der trainiert mit seinen eigenen Stangen. Die drei Leute, Lüge. Sie ist ein bisschen alt. Für mich bis jetzt Favorite erstmal er und sie. Sie und er. Weil hier kenne ich mich einfach gar nicht aus. Aber Digga, wie Profi, Cousin, ja? Walla, Fitness-Profi, was hast du denn, Cousin? Der hat gar nichts. Aber die kannte halt alle Infos. Schwierig, oh, das hast du, boah, bitte mal raus. Ja, okay, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ja, okay. Da müsstest du einmal bitte rausgehen. Der Würzburg, der. Bitte, geh. Okay, wen wollten wir als nächstes raus? Kannst du mal so eine Pose machen? Ja, aber das kann auf jeden Fall. Moves. Ah, der Rugby-Spieler gab es auch noch. Der Rugby, diese Fitness und der Snowboard erstmal. Auf jeden Fall. Schlag mich mal. Schlag mich mal. Der Stuntman oder so. Lass mich mal kurz gucken. Sieht verkaratisch aus. Ok,
Okay, er kann es auf jeden Fall, ne? Ja, aber das hat was von Stuntman, auch diese Attitude und alles drum und dran. Der weiß ganz genau, wie er gucken muss. Das ist sehr viel Show dabei. Ich deswegen auch, ist, du also bist aus, du kannst auf jeden Fall einen Film was machen. Du kannst safe da auf jeden Fall abreißen, du kannst das alles, aber ich glaube kein Karate-Profi, sondern eher Karate-guter Schauspieler-Profi. Ja, glaube ich auch. Auch mit der Mimik und ja, so. Ich glaube, du wärst jetzt nicht so ernst. Warum lächelt er denn nicht und so? Er hat keine gute Laune irgendwie. Ja, ist halt raus, ist halt raus. Aber ich will noch was von dem Kampfsport wissen. Und du kämpfst dann da richtig gegen andere, oder wie? Oder wie sieht das aus, wenn du Karate machst? Es gibt zwei Disziplinen. Einmal Kata, das ist so Schattenvorführung. Und Kumite, das ist Kämpfen. Und wie sieht so ein Kampf aus? Wo kämpft ihr da? Im Vollkontakt mit 6 Unzen oder 8 Unzen durch Gewichtsklassen unterteilt. Und wie gewinnt man da? Auch durch Knockout? Unter anderem, aber es gibt einen Punktrichter, der dann anzählt für bestimmte Punkte. Gehen auch Leute Knockout? Unter anderem gibt es, ja klar. Bist du schon mal Knockout gegangen? Ich bin noch nie Knockout gegangen, nein. Hast du schon mal jemanden genockoutet? Nein. Nee. Warum guckst du die ganze Zeit so ernst? Weil ich mich zurückerinnere. Ich meine jetzt allgemein. Oder allgemein auf der Straße oder... Nein, jetzt gerade, wenn du hier redest, redest du ja sehr ernst. Es gibt ja keinen Grund. Ich meine, es ist ja ein positives Format. Wir sind ja alle gut drauf und du guckst so ernst. Das erinnert mich an so einen Film, weißt du? Als wärst du Schauspieler. Mafia-Boss. Ja, genau so. Wie lange brauchst du? Ey, ihr 6 dummen Wichser. Wir müssen reden. Kommt mal vor die Bar. Ryan Hayashi. Kennst du den? Ich kenn ihn. Wie alt bist du? Ich bin 34. Und seit wann machst du das? Mit 6 Jahren habe ich begonnen. Und seit Profibereich? Seit 2017. Zwischenzeitlich habe ich nur Leute trainiert, selber noch weiter normal trainiert, aber nicht auf Profi-Ebene. Das ist halt ein Unterschied. Und Jojo, wir sollen raus, Mann. Der Wichser will uns irgendwas erzählen. Der Wichser wisst wohl nicht, wo ich herkomme. Kennt ihr Rotterdam in Hannover? Und irgendwann habe ich die Entscheidung wieder getroffen, weil irgendwann werde ich auch älter. Und dann habe ich halt entschieden, wieder auf diese Ebene zu trainieren. Geh mal weg, nicht, Mann! Ich einfach so entscheiden kann. So. Aber kein Scheiße, Cousin! Ja, kurz ernst, bin wieder Profi, yo. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Eli, was sagst du? Ja, nee, no. Sydney? No. Raus. Barry? No. Also hast du es wirklich gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte rausgehen. Nee. An die Balletttänzerin? Du bist ja aktiv Profi-Tänzerin? Ich bin aktiv, ich tanze immer noch aktiv und ich verdiene mein Geld immer noch aktiv. Wie oft habt ihr Training so? Oder du musst ja auch sowas vorbereiten. Das ist jeden Tag. Ne? Gibt es auch Wettbewerbe oder so? Es gibt, ja, also ich mache jetzt nicht mehr mit, aber es gibt Wettbewerbe natürlich in Varna, Paris, Lausanne, New York, in Argentinien gab es auch. Okay, also du machst keine Wettbewerbe aktuell, du willst nur... Aber wie kann man Profi sein und keine Wettbewerbe mitmachen? Zum Beispiel im Fußball, wenn du Profi bist, spielst du. Oder beziehungsweise machst aber aktiv mit. Ich denke, vielleicht war sie sogar Profi. Walla, vielleicht war sie sogar Profi. Ist halt so, sie ist so alt, Bruder, ja? Sie ist nett und so, weißt du, aber die ist zu alt, ja? Nirgendwo mitmachen bei Meisterschaften oder sonstiges. Aber du hast eine Ballettgruppe. Ich verwette meinen Twitch-Kanal darauf, dass sie Trainerin ist und keine Tänzerin. Bist du sicher? Safe. Es ist auf der Kamera drauf. Ja, ich denk auch. Ich glaube auch eher nein. Wenn du an keinen Wettkämpfen gerade aktiv teilnimmst, wie definierst du dann, dass du gerade Profi bist? Das ist man das. Profi nur durch Wettkämpfe? Nein, aber man muss schon irgendwie teilnehmen. Weißt du, wenn du jetzt seit 8 Jahren nicht mehr an einem Wettkampf teilgenommen hast, von wo bist du Profi, Cousin? Bei wem bist du Profi? Ich kann auch einen Profi vertragen. Walla, gib mir einen Stift und Zettel, ich bin härter Profi. Ich mach mir einen Vertrag, ich bin bei Barca, spiele ich Cousin. Verstehst du? Wer gibt dir diese Profi? Irgendeine Agentur oder irgendein Verein muss doch sagen, Jani, du bist Profi. Wir bezahlen dich. Verstehst du? Und da musst du ja auch was leisten, Cousin. Und nicht 8 Jahre popeln in Nase und Ding. Ist ja die Frage. Also wenn ich mir das vorstelle, Fußballprofi ist ja nur ein Fußballprofi, wenn er im Verein spielt und dann auch an den Turnieren teilnimmt, oder nicht? Genau, der spielt in einem Verein, und ihr gewinnt oder verliert. Also das ist ja Fußball. Beim Tänzer ist es so, hast du Engagements, hast du kein Engagements, lebst du davon, lebst du nicht davon. Es ist, wie gesagt, die Regeln beim Tanz sind ein bisschen anders als beim Fußball und... Bruder, ich bin mir so sicher, Trainerin. Ich sag, sie ist Trainerin. Ich würde, glaube ich, erstmal die junge ISN-Athletin. Aber das kann ich kenne mich im Sachsen. Ja, aber da würde ich es sagen. Ja? Ja, da würde ich es sagen. Da bin ich mir zum Beispiel eher so sicher, eher nee. Ja, ich glaube, dass sie an Wettkämpfen teilgenommen hat, weil die Kür gerade sah schon so aus. Also das kann man eigentlich nur, wenn man das gemacht hat. Bro-Cut ist hart. Also ich würde, glaube ich, auch so denken wie ihr. Also ich sag euch ehrlich, die Sache ist, der Typ hier hinten, der mit dem langen Bart, der Stangenprofi. Digga, der hat nur Jugendamt, habe ich in Erinnerung.
der ist für mich raus. Sie ist für mich zu alt. Er, ja, vielleicht, aber für mich Favorite ist gerade sie und er hier. Der hier, sie hier und er hier. Sie sind Favorite, weil alle anderen Stories sind Bullshit, Bruder. Alle anderen Stories könnte ich dir auch erzählen, Bruder, weißt du? Yo, was geht ab? Ich bin der Sammy, ich bin Tennisprofi seit 16 Jahren. Mein Vater hat mir damals einen Tennisschläger immer auf den Arsch gehauen und ich habe mir gedacht, irgendwann, wenn ich älter bin, will ich auch mit dem Tennisschläger so den Arsch versohlen. Dann habe ich mir gedacht, gehe ich auf den Tennisplatz und habe geübt. So Storys sind's, Bruder. Weißt du? Ihr müsst euch vorstellen, da sind gar nicht so viele Leute, die da teilnehmen. Also ich weiß nicht, runter. Also so in diesem Sinn, so Storys, voll unlogisch. Reden, ne? Aber zum Beispiel auf der Junioren waren wir halt zu 8, glaube ich. Da kamen allein von, oder 7 waren wir nur, da kamen alle 6 schon mal ins Finale so und dann war es nicht mehr ganz so schwer, da weit vorzukommen. Wisst ihr, wie ich meine? Also du warst auf jeden Fall da, aber du hast nicht den Gesamtsieg geholt. Sagt ihr raus, oder was? Ja, ich sag raus. Ja, safe raus. Ja, ich sag auch raus. Ich sag auch Ballett raus. Ich sag raus. Ja, lass erstmal sie rausholen. Ich sag Ballett. Oh mein Gott. Nee, ich behalte sie noch drin. Ich schick erstmal Ballett raus. Oder nein, eigentlich, wenn ich laut meinem Bauchgefühl gehe, schicke ich erstmal Stange raus, Bruder. Das ist mein Bauchgefühl. Ich schicke erstmal die Stange raus, Cousin. Weil die Stange ist für mich eine Lüge, Bruder. Hätte sogar er als sie. Wollen wir direkt beide rausschicken? Ich hätte sie auch niemals als erstes jetzt rausgeschickt, Bruder. Wir könnten wirklich, ich bin mir relativ sicher. Das hatten wir noch nie. Okay, sind wir uns bei beiden einig, komplett? Ja, die anderen sind random. Dann müsstet ihr beide bitte einmal rausgehen. Aber ihr habt's gut gemacht, wirklich. Nee, ich hätte Stange und Ballett rausgeschickt. Du verkackst heute 100%. Ja, das kann sein, dass ich verkacke. Aber ich versuche einfach nur so bauchgefühlmäßig. Die wollen die beiden jetzt rausschicken. Alle, Bruder, ja. Ich schwöre, Bruder, ja. Warte mal. Erstens, Ballett, verpiss dich, Ballett, Digga. 48 Jahre, Walla, verpiss dich. So, Ballett ist weg. Ballett nehme ich logisch ein jetzt. So, Ballett raus. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich sie hier rausschmeiße oder ihn hier rausschmeiße. Die Sache ist, der Bre sieht wenigstens muskulös aus. Bruder, sie... Cousin, der hat nicht mal Sixpack, die hat gar nichts, Cousin. Die hat gar nichts. Die ist Insta-Flänzerin. Die ist nur bei ESN wegen Insta-Flancing. Walla, es ist schwierig. Ich schick die beiden raus, komm. Dann hau mal die beiden Frauen hier weg. Ja, tschüss, tschüss. Bist du fit? Kannst du was Schwieriges vorführen? Natürlich. Okay, er macht's direkt. Was? Jetzt kann ich auch. Walla, das kann ich auch. Vielleicht sind das beides Sachen. Hä? Hast du einen Handstand? Digga, das kann ich auch, Cousin. Was hat er gemacht? Was ist das? Bruder, meinst du es ernst? Das kann ein Body formen zu 100% auch. Guck mal, der guckt immer noch ernst. Der ist immer noch sauer, Cousin. Das ist beides Stuntmänner. Kannst du einen Handstand? Warte, du kannst Handstand Liegestütz, das will ich sehen. Okay, das kann ich nicht. Das ist krass. Dann kommen wir mal ganz kurz. Das ist krass. Also, nein, ganz kurz, also, was hat es mit der Maske auf sich? Er ist eher stark, aber ey, kein Profi. Vielleicht erkennen die einen oder anderen mich auch unter der Person mit der Maske. Ich bin meistens unter der Stange und mach so Dance Moves. Das ist sehr, sehr bekannt. Also ich war einer der Ersten, der damit angefangen hat. Und die meisten kennen mich als Athlet jetzt nicht, aber die Person, die an der Stange halt tanzt, okay, und so Beatkills macht. Vielleicht saß ja dein Ah, du tanzt an Stange. Das ist jetzt wieder neue Infos, Cousin. Davor war ich ein Profi-Stangen-Masturbierer, jetzt du tanzt noch an Stange. Schmeiß die Fuvis in den Club und schrei, oh, oh.
Hauptberuf. Vielleicht machst du ja sowas über Social Media und verdienst damit Geld. Das kann sein. Guck mal, es war gerade die Bestätigung. Warum sagst du jetzt, das kann sein? Das kann sein. Wahrscheinlich ist es gut für die Reichweite. Wahrscheinlich ist es auch gut für Sponsoren. Nein, ich meine, dass das dein Hauptberuf ist. So hast du die Sponsoren bekommen. Ich glaube, du bist fit. Du bist wirklich sehr, sehr fit. Also ich kann das auf jeden Fall nicht mit Handstand und so. Aber ich kenne viele, die auch Calisthenics machen. Ja, das hat nichts mit Profi zu tun, oder? Das ja, und deswegen. Und die sind auch richtige. Also ich glaube nicht. Zeig mir deinen Shape. Zeig mir Sixpack. Der sieht gut aus. Du bist in der Bikini-Klasse. Ey, das war kein Kompliment. Digga, was war das für ein Flügel, Alter? Du bist in der Bikini-Klasse. Was bist du für ein Mensch, Alter? Ja, ich weiß, aber du starke Form. Alles Calisthenics, Wettkraft haben. Der Mann ist super in Form, der Mann ist auch stark. Nein, ich glaube, der ist eher nur auf Social Media unterwegs. TikTok bestimmt auch, ne? Machst TikTok? TikTok mach ich nicht. Sehr gut, das ist eine Kack-Plattform. Ist die Wahrheit. Sorry, ich würde sagen, also meine Stimmen raus. Nee, auch nicht. Auch nicht. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Sorge, weil... Also, meint ihr, rechts ist jetzt safe, oder? Nee, nein, bin ich noch nicht. Ja, ich hab voll Schiss, dass wir den echten schon rausgeholt haben. Die Tänzerin. Bei Tänzerin hatte ich auch ein bisschen Angst, Alter. Die 48-jährige Cousin, die Olga. Ja, ich würde aber trotzdem Mitte sagen, nein. Ja, ich sag auch Mitte raus. Sind wir uns einig? Digga, diese Folge heute ist Salat, Bruder, ja. Guck mal, wisst ihr, was mich jetzt triggert, übertrieben? Pass auf, ich rede einfach jetzt frei hinaus. Die zeigen nur Jury, Bruder, Allah. Der Breger, der hat einen kranken Körper. Wir suchen hier den Profisportler, okay? Wir suchen den Profisportler. Der Bre hat so einen kranken Körper, was ein Profisportler eigentlich auch hat. Die wollen den rauswählen. Bruder, der Typ hier hat lackierte Fingernägel. Was nicht schlimm ist, so, verstehst du? Aber anstatt den Typen mit lackierten Fingernägeln zu fragen, hier, wie sieht's bei dir aus? Kannst du vielleicht irgendwas? Du bist ja auch Profisportler. Bruder, der sieht aus wie so ein Musiker, der mit seinem Becksdose an Zeil chillt und so ein... Bruder, ich weiß nicht, Cousin, ich sag dir ehrlich. Weißt du, für mich jetzt ein so erster Eindruck ist der hier, der Bre, mehr Profisportler als die beiden zusammen, Cousin. Guck mal deren Körperform an, Bruder. Weißt du, das ist wie dick und doof, Cousin. Weißt du, das Einzige, was mich bei ihm nur irritiert hat, ist dieses Jugendamt-Thematik. Ansonsten, der, guck mal, Bruder, hast du, guck mal, Amenissikim. Ich mach auch gleich Stangentraining, wenn ich den sehe, Bruder. Verstehst du? So. Und der, guck mal, wie geil der. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Du bist in der Bikini-Klasse. Ey, das war kein Kompliment. Digga, was war das für ein Flügel, Alter? Digga, die Sache ist, es ist so schwer. Diese lackierte Fingernägel hat erzählt, der Snowboarder, der wurde im Freestyle-Snowboarding entdeckt. Mehr nicht. Der andere hat gesagt, ich bin Rugby. Bruder, ich will Fingernagel raus, Bruder. Fingernagel weg, Bruder. Was bist du für ein Mensch, Alter? Fingernagel weg. Ist super. Machst TikTok? TikTok mach ich nicht. Sorry. Ich würde sagen, also meine Stimmen raus. Nee, auch nicht. Okay, dankeschön, Mumudi. Ich hab trotzdem ein bisschen Sorge, weil, also, meint ihr, rechts ist jetzt safe, oder? Ich küsse dein Herz. Nein, bin ich noch nicht. Mann, ja, ich hab voll Schiss, dass ja, ich sag auch, Fingernagel raus. Ich bin schon rausgeholt, oder? Ich sag die Tänzerin. Bei Tänzerin hatte ich auch ein bisschen Angst, Alter. Ja, ich würde aber trotzdem. Digga, wir haben verkackt. Ja, ich sag auch, Mitte raus. Wir haben verkackt. Sind wir uns einig? Dann müsst du einmal mit raus. Geh, dauert noch, Mumudi. Genau, aber dank dir auf jeden Fall. Vielleicht so in einer Stunde oder so. Nee, ich würde den noch drinnen lassen. Ich hätte Fingernagel rausgenommen. Ich lasse ihn noch drinnen. Puh, spannend, Alter. Jetzt wird's schwierig.
Jetzt wird es schwierig. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir den echten schon rausgevotet haben. Ja, aber das ist wir haben verkackt. Ja, ja, die Folge war echt schwer, vor allem, weil auch so viele Teilnehmer da waren, ne? Ja, sieben Leute. Bruder, für mich, ich sag euch ehrlich, alle Teilnehmer Bullshit, Bruder. Die Regeln nicht so gut von den Sport an und wir wissen nicht, so, wenn Fußball... Jetzt habe ich für mich im Finale den Rugby-Spieler und den Typ, der mit 13 Jahren nach Moskau geflogen ist. Digga, halt deine Fresse, niemals, Digga. Walla, Bruder, wir haben verkackt. Zwar bestimmt die Tänzerin. Und was ist dein Job? Ich bin quasi, es gibt 8 Stürmer. Ich bin Stürmer. Es darf halt dafür nach hinten gepasst werden. So, du übergibst den Ball an den Flügelspieler, die versuchen so weit wie nach vorne zu kommen. Du rennst wieder hin und schützt sie. Ihr wolltet doch irgendwas performen. Ich wollte gar nichts. Okay, dann Sydney. Du musst ihn mal wegschopfen. Das wollen wir mal sehen. Komm schon, Alter, gib Gas, Mann. Enttäusch mich nicht. Dein Oberschenkel, Sydney. Pass auf deine Oberschenkel. Kein Muskelfaserriss. Ich brauch dich morgen. Wie es heißt. Stark. Stark? Aber? Nein. Ich weiß es nicht. Boah, ich weiß es nicht. Was sagst du? Was sagst du? Das soll Rugby-Profi sein. Cousin, weißt du, wie ich Rugby-Profis in meinem Kopf eingespeichert habe? Damals aus Filmen. Die stehen auf, Bruder. Die nehmen sich so proteinhaltige Milch, weißt du? Machen die in einen Schüssel rein. Nehmen ein paar Nägel. Nehmen ein paar Glasscheiben, die nehmen ein paar Metallspäne, die frühstücken das. Die stehen auf, Spiegel sagt zu denen, Salam alaikum. Die laufen, Kühlschrank geht von alleine auf. Die Wasser fragt, darf ich in deinen Magen rein? So stelle ich mir Rugby-Spieler vor, Bruder. Das ist Verarschung, Cousin. Wir haben dick gefailt diese Runde, ja. Bruder, das kann doch nicht der Typ aus dem Kinderheim sein, Bruder, ja. Aber der ist der Einzige mit wenigstens 1-2 Muskel auf seinem Körper. Der Rest ist, das ist hart. Der ist mit 13 nach Moskau gegangen. Digga, Rugby ist es niemals. Ja, wartet, lass mich noch kurz überlegen. Was sagst du? Doni, dankeschön für 4 Monate. Wenn ich jetzt gegen dich Profi jongliere, und ich einfach so ein Freestyler jongliert mit dir, dann sieht man das ja auch nicht so direkt. Kennst du dich aus mit der Social-Media-Welt? Kaum, nein. Du, Bruder, ich krieg jetzt schon keine Luft mehr. Für 2 Sekunden stoßen. Also du weißt, und wie bist du hierher, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Meine Freundin lebt hier in Berlin und eine Freundin, die schon mal hier mitgemacht hat, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Okay, das ist, glaube ich, gelogen, um ehrlich zu sein. Ja, das ist gelabert. Ich will den raus, diesen Rugby-Typen, Digga. Das steht jetzt... Also Rugby gegen Ding, Bruder, ja. Bruder, ich gehe mit Ding, Bruder. Was soll ich dir sagen? Mit Stangentraining, Bruder. Ich bin am Arsch. Sorry, Chat, Walla. Sorry, ich habe heute dick verkackt, Walla. Ich log schon ein, Stangentraining, weil ich muss unbedingt in die Küche. Ich habe so Hunger. Ich habe nichts gegessen, Digga. Eine scheiß Folge, Digga. Wie? Worauf aufmerksam gemacht? Also was hat Berlin jetzt damit zu tun? Meine Freundin lebt in Berlin. Die hat gemeint, hier ist die Show. Sorry. Guck mal jetzt, gell. Digga, wie lost waren wir? Dass wir überhaupt so einen ins Finale voten, Digga. Wirklich. Ich mitmachen will, aber ja, die Show sind hier gar nicht. Ja, die war in Hannover. Die ist unterschiedlich Städten. Aber dadurch, dass ich jetzt in Berlin bin und meine Freundin besucht habe und eine Freundin von mir das weiß, die hier schon mitgemacht hat, hat sie mich gefragt, ob ich Bock habe, mitzumachen. Ja, ja. Wie ist bei dir? Kannst du Snowboard drüber gehen? Kannst du Snowboard-Wechsel machen? Wie bist du dazu gekommen? Er hat einen Satz in diese ganze Ding geredet. Einen Satz hat er geredet. Hier mitzumachen? Das Witzige ist, ich wurde auch gefragt. Das hieß, Phil, du bist ja jetzt Profi quasi. Der ist eh schon bei mir raus. Bei mir steht der Stangentyp noch da. Dass ihr einen Profisportler gesucht habt und hier bin ich. Mann, was mich halt so nervt, ist, dass der Typ halt erst wirklich Snowboarder. Allein das Ding mit Frank. Wo bist du bei Freiburg dahin gefahren? Freiburg im Breisgau. Und dann am Feldberg. Das ist gerade eine Stunde Autofahrt. Du siehst halt auch so aus wie einer, der Er sieht aus kann, wie Alter. Ein Snowboarder. Wirklich. Ja, aber nicht auf Profi-Ebene. Ja, aber kann doch sein, dass er so ein Crazy, also dann so bei Red Bull macht er so 4 Luftrollen auf einmal. Mm-hmm. Also so krass bin ich leider nicht, muss ich dazu sagen. Dann bist du raus. Nein, nee, aber doch, du bist nee. Doch Profi. Du bist doch ja, ich Profi. Bin am Anfang meiner Profikarriere. Und da bist du unter Vertrag. Also Rugby ist es nicht, sage ich. Aber bei Snowboard bin ich aber mal, guck mal, ich muss dazu was sagen. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher, Rugby zu werden in Deutschland.
Profisport? 3.000 bis 5.000. Das ist viel, das ist sehr viel. Aber ich glaube, es ist schwieriger, Snowboard-Profi zu werden, als Rugby-Profi. Habt ihr Manager oder sowas? Kein Manager? Nee. Wir haben keinen Vertrag. Die Sache ist, die mein Vater ist als... Rugby? Ein bisschen haram. Leute mit 6.000 Instagram-Follower haben heute Manager. Leute, die haben den ersten 16er geschrieben, die haben schon Manager. Du willst mir erzählen, du bist ein Profi, du hast einen Vertrag bei irgendeinem Profi-Vertrag und du hast keinen Manager? Bruder, geh. Wir loggen ein, wir haben eh eingeloggt. Elternteil mit eingeschrieben, so als Bezugsperson, als um Entscheidungen zu treffen, wichtige Entscheidungen so. Der ist Sportlehrer, also ich bin schon immer sehr sportlich aufgewachsen. Was müssen da für Entscheidungen getroffen werden? Das ist eine gute Frage, so. Die müsstest du jetzt beantworten können. Digga, ich glaube, letztes Jahr auch, dass du Ballett. Sag auch die Tänze. Digga, es ist so schwer. Der Mann kann mir was vom Weihnachtsmann erzählen, ich weiß es nicht. SMVB könnte auch eine Band sein. Gutes Finale. Wer Ballett? Tänzerin, obwohl sie zu alt ist, Bruder. Sie ist 58 Jahre alt. Und Stangentyp. Aber wir haben jetzt den Stangentyp genommen. Wenn der Stangentyp das nicht ist, dann, Bruder, ist es schwierig, ja. Aber auch wenn er es ist, ist es auch schwierig, sag dir ehrlich. Ich bin mit 13 Jahren nach Russland gegangen und hab da die Weltmeisterschaft mitgemacht und so. Bruder, es ist... Weiß ich nicht. Ich habe noch eine Frage an ihn. Wann hast du deinen Profivertrag unterschrieben? Vor 2 Jahren. Wer hat den verhandelt? Der Manager, der Teammanager. Du hast doch gerade gesagt, es gibt keinen Manager. Ich habe privat keinen Manager. Die Mannschaft hat natürlich einen Manager. Von einem kompletten Vorstand. Und wer hat den verhandelt für dich, den Vertrag? Selber. Warte, aber gerade hast du... Hä? Aber du hast gesagt, es gibt einen Teammanager. Du hast vorhin gesagt, ein Manager hat für dich verhandelt. Aber warum sollte denn der Teammanager, das ist der Vorstand vom Verein. Ja, warum sollte denn der Verein um deinen Preis verhandeln? Das macht doch keinen Sinn. Mein Gehalt. Bruder, oh mein Gott, ich dachte, Rotterdam in Hannover war schlimm. Feuerwehrmann, geh. Du verhandelst doch mit dem Gegenüber, das heißt, du willst mehr haben, der Verein will dir natürlich irgendwie weniger geben. Ja, aber der Manager gibt mir ja einen Preis, gibt mir ein Gehalt vor. Er hat vorhin gefragt, wer hat für dich verhandelt, den Preis? Dann meintest du, dein Manager. Nein, ich selbst, ich habe ja keinen. Dann hast du auf die Frage reagiert, ob du Manager hast, meintest du einen Teammanager. Ich bin für Snowboard. Ich bin auch für Snowboard. Niemals Snowboard, Digga. Mehr oder weniger. Niemals. Ja. Nur gedrungen. Sind wir uns einig? Wir sind uns einig. Der Rugby-Spieler muss raus. Okay, ja, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Das heißt, wir denken, dass du der echte Profisportler bist. Hart. Löst das Ganze noch nicht auf. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Auflösung einmal. Hart. Jetzt lacht er auch wieder, der Erste ist eh nicht. Also, guck mal, Bruder. Absolute Lüge. Zu 80% Lüge. Weil der Körper ist, Bruder, tot. Die haben den gewählt, der Typ hat lackierte Fingernägel, was nicht schlimm ist, aber als Profi... Er ist der Einzige, der ein bisschen nach Sport aussieht. Absolute Lüge. Das könnte gut möglich sein, bei ihr ist nur das Alter. Und über den brauchen wir gar nicht anzufangen. Niemals, Digga. Sag mir nicht, die alte Tante ist es, Digga. Dann bin ich gebrochen, Digga, ja. Niemals. Es ist einer von den beiden. Hart, ja. Ey, wir waren ja richtig peinlich, ey, Jungs. Bruder, es war so schwer. Wir haben es jetzt noch irgendwie Ding. Im Endeffekt, wenn man sich jetzt so die Gedanken macht, ja, aber trotzdem, Bruder, es war hart. Hart. Hat alles gestimmt? Ey, tut mir leid, Mann. Ey, dann Respekt dafür. Ey, dann ist schon krass. Aber mit 13 bei der WM? Das war schon sehr unglaubwürdig, Bruder, ja. Mit 13 ist er nach Russland gegangen und so, Bruder.
Das ist schon hart, Bruder, ja. Schon sehr unglaubwürdig. Das ist wirklich... Aber es stimmt, krass. So krass. Nee, ist wirklich krass. Sehr, sehr unglaubwürdig. Ich habe diese Story auch noch nie öffentlich preisgegeben. Und krass, wenn ich Alter. Ihr wäre, dann ist es schon zu verrückt. Mann. Aber das ist krass, Alter. Netflix. Schwere Folge, ja. Schwere Folge. Du hast als 13-Jähriger gegen erwachsene Männer, gegen die bist du angetreten sozusagen. Genau. Ich bin einfach in ein fremdes Land, hab mitgemacht, bin abgehauen von zu Hause, vom Jugendheim. Es war ein Riesendrama, ich bin angekommen, Polizei hat nach mir gesucht, natürlich konnten die mich nicht finden. Aber es hat sich gelohnt. Seitdem bin ich Profi, ja. Und du bist bei Gymshark und so auch? Ich bin wirklich bei Gymshark. Hast du 130.000 Follower? 182.000 Follower. Ich kam jetzt auch aus Amerika, hatte 3 Wettkämpfe in New York, L.A., Phoenix. Sagst du das nicht? Hab ich schon gesagt, Mexiko. Ich hab nicht mal zugehört. Okay. Ja, aber ich bin froh, dass es nicht die Balletttänzerin ist. Lehrerin? Ich tanze tatsächlich noch aktiv. Ich habe wirklich eine Tanzgruppe. Allerdings habe ich mich natürlich zu anderen Tanzstilen gewidmet, weil natürlich der Ballett sehr, in sich mit Spitzenschuhe und Tutu. Für den Alter ist es sehr viel für den Knochen. Aber ich habe tatsächlich die Tanzgruppe und ich biete die Shows auch noch an. Was von den Geschichten jetzt wirklich wahr ist, das interessiert mich. Also es stimmt, ich bin auch Snowboarder und ich fahre auch Parks, auf jeden Fall Freestyle und Off-Piste, aber halt nicht professionell. Ja, aber er hat 500 Euro gewonnen. Ich habe nichts mit Rugby zu tun. Nein. Aber kein Scheiß. Guckst du Rugby? Nein, auch nicht. Das ist Feuerwehrmann, Digga. Scheiße, Alter. Bis zum Ende haben wir noch gedacht, dass das noch ist, Alter. Scheiße. Gibt's wirklich einen Achter? Weil du sagst, ja, ich hab mich eine Stunde vorher informiert. Achso. Digga, ist das respektlos. Ja, aber er kannte sich voll gut aus. Du bist ein guter Lüger. Ich war wirklich auf der Bühne. Ich hab auch nicht schlecht abgeschnitten. Die ist Insta-Flänzerin. Aber ich hab bei der Deutschen Meisterschaft den 4. Platz. Und ich bin auch nicht bei ISN. Hä? Was? Ich schwöre, ich hab... Hier. Ist das alles wahr? Chris, ISN. War das jetzt Zufall oder wo wusstest du das? Also ich hab so gedacht, scheiße, was sage ich jetzt? Und ich kenne einen Typen, der da arbeitet, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Bereich. Ich glaube, irgendwas marketingmäßig. Es war Zufall halt. Krass. Das ist wirklich, krass. Es gibt einen Chris bei ESN. Das ist der krass. Ist der Chef von denen. Und beim Karate, jetzt bin ich gespannt. Elis Imposter-Cousin, der hat sie einfach, ja, Chris, genau, kennst du auch. Chris, Barber-Typ, Elis Imposter, Bruder. Bei mir stimmt alles. Mit der Mutter auch mit den deutschen Nationalkader. Aber ich bin nicht wieder eingestiegen. Das heißt, damals habe ich wirklich dann den Cut gemacht. Bin jetzt im Martial Arts Stunt Action Bereich mit Schauspiel. Das sieht man. Aber du das warst professionell. Ich war wirklich eingeladen fürs deutsche Nationalkader. Hatte auch den Vertrag quasi vorliegen. Asiatische Eltern, die sind sehr streng, die sagen Schauspiel, Sport. Damals zumindest noch ist kein Beruf. Deswegen war das keine Option. Jetzt beim letzten. Jo, wie ihr gemerkt habt, ich spiele keinen Fußball, ich chill eigentlich nur im Park und ich spiele ein bisschen Tischtennis nebenbei. Hey, aber kommst du aus Berlin? Ich wohne in Schöneberg. Also Mädels, ne? Ei-Berg, also Ei-Berg. Der ist den ganzen Tag nur am Joints rauchen, Bruder. 35, check mich ab, ja, schreib mir gerne ein paar Nachrichten zu gut. Chill, machen wir gleich. Du hast einen Profivertrag? Ja, ich bin ein Profiathlet, die ganze Zeit schon, seit 7 Jahren, durchgehend. Nimmst du Testo? Nein, ich mache jeden Tag um die 400 bis 500 Liegestütze. Was? 100 Züge, 400 Squats. Wie viel? Das kannst du jetzt sofort in der Story verfolgen. Glaub ich dir. Ja, das ist halt, du machst Burpees, 100 Navy Seals, ein Burpee besteht aus 3 Liegestützen und 2 Mountain Climbers und 1 Squat. Digga, wir müssen heute wieder 50 Liegestütze machen, gell? Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe heute, Digga. Ich hab Muskelkater, ja. Ah. Und das machst du so lange, bis du die 100 fertig hast. Am Ende siehst du aus, als ob du aus der Sauna rauskommst. Das jeden Tag und ich sag euch, diese Übung ist ein Cheatcode. Ihr seht besser aus als die Leute, die auf Stoff sind. Oder richtig ekelhaft trainieren auf Maschinen. Das ist ehrliche Arbeit. Auf dem Boden 300, 400, 500 Wiederholungen. Digga, wer schafft denn 500 Liegestütze am Tag, Digga? Das schafft niemand, Digga. Ey, ich krieg voll schnell Muskelkater. Ich habe gestern meine Waden so zu Hause trainiert. Also, was heißt trainiert? So hoch, runter, so ein bisschen meine Waden, so. Stangentraining, weißt du? Ich habe einmal Wadenmuskelkater bekommen. Und auch von diese 5 Liegestütze, die ich on Stream gemacht habe, habe ich auch Muskelkater bekommen. Volumen aber. Bei Körpergewicht, hohes Volumen, hochfrequent.